Dann fangen wir jetzt mit dem zweiten Teil an. Ich begrüße alle ganz herzlich, die zu dem ersten Teil nicht dabei waren und jetzt dazugestoßen sind. Im zweiten Teil wird uns Jean-Michel Florent anderthalb Stunden ungefähr mit auch Diskussionen darüber berichten, über die biodynamische Landwirtschaft. Jean-Michel Florent ist aus Frankreich, er ist Ingenieur mit dem Arbeitsschwerpunkt Landschaft, Heilpflanzen und Fortbildungen. Er absolvierte ein Studium der Landwirtschaft und Naturschutz. Des Weiteren hatte er ein naturwissenschaftliches Studium am Forschungsinstitut in Poteanum. Er arbeitet in der Umwelterziehung. Seit 1988 ist er der Koordinator von dem Verein Mouvement de Culture Biodynamique. Und seine aktuellen Tätigkeiten sind Kurse, er gibt Seminare, hält Vorträge wie hier. Er ist Mitarbeiter in einer zweijährigen Ausbildung für biologisch-dynamische Landwirtschaft. Er übersetzt Bücher, ist in der Leitung der landwirtschaftlichen Sektion am Gothenaum in Dornach, Schweiz, und aktiv in verschiedenen Vereinen zu Umweltfragen sowie sozialen Fragen. Des Weiteren ist er Mitglied im Vorstand von Petrarca, Europäische Akademie für Landschaftskultur, und schreibt auch Bücher. In diesem zweiten Abschnitt geht es über die biodynamische Landwirtschaft und ganz besonders über die Ernährung, über die anthroposophische Ernährung, die Teil einer ganzheitlichen Lebensweise ist, die Körper und Geist des Menschen in Einklang mit der Natur versucht zu bringen. Als biodynamische Landwirtschaft wird der Landbau mit all seinen Aspekten nach anthroposophischen Grundsätzen verstanden. Dieser landwirtschaftliche Kurs, den Rudolf Steiner 1924 sozusagen erzählt hat, berichtet hat, das aufgeschrieben wurde, hat einen neuen Impuls für die Landwirtschaft ins Leben gerufen. Es ist eine ganzheitliche Landwirtschaft, die aus modernem Ansatz direkt mit den Lebensprozessen der Natur arbeitet und dadurch der Kultivierung der Erde eine neue Zukunft erschließt. Aus diesen ersten Anfängen ist in den 90 Jahren, also in den letzten 90 Jahren, eine weltweite Bewegung entstanden, die viele sicherlich auch schon kennen oder davon gehört haben. Sein Vortrag ist, wie ich schon meinte, sehr poetisch. Aus den Pflanzen duftet uns der Himmel entgegen, das Geheimnis der biodynamischen Landwirtschaft. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und auf Ihren Vortrag, und Fragen sind natürlich dann zugelassen, wenn es sich ergibt oder am Ende, wie Sie es möchten. Vielen Dank. Danke. Ja, danke für die freundliche Einleitung. Ich hoffe, dass mein Deutsch verständlich ist. Wenn etwas nicht verständlich ist, dann darf man Fragen auch. Verständnisfragen sind auch willkommen. Ja, also der Titel ist schon sehr interessant und man kann direkt daran anknüpfen. Das ist natürlich schlecht für die... Das ist doch interessant, wenn man so eine Pflanze anschaut, kann man das natürlich als poetisch nehmen. Ne? Aus den Pflanzen duftet uns der Himmel entgegen. Also das haben Sie schon sicher gerochen in den Straßen. Aber man kann sich fragen, ist das wirklich nur poetisch in dem Sinn, das ist schön, oder stimmt das? Oder in welchem Sinne kann das überhaupt stimmen, dass uns der Himmel da entgegenduftet. Und dann kann man einfach vielleicht sich erinnern, wie war diese Pflanze vor 3 Monaten oder 4 Monaten. Ich weiß nicht, ob hier jeder eine Idee hat. Die war einfach so. So, ja, nur das war zu sehen. Ne? Und was war da und da und da? Einfach etwas wie hier, winzige Knospen. Also eigentlich keine, ein Potenzial, ganz klein, aber nichts zu sehen. Also kaum was zu sehen. Ja. Und dann, also da ist schon etwas eigentlich sehr Erstaunliches passiert.
was aus diesem kleinen, aus dieser kleinen Knospe so ein Trieb gewachsen ist. Und man kann noch merken, das sind verschiedene Triebe. Das ist ein Trieb. Dieser Trieb ist eigentlich grün, nur grün. Und dieser Trieb ist ganz anders. Wieso? Also wie kann man das verstehen? Ne? Das sind zwei und das duftet, ja. Und das ganz wenig. Also ich will damit hinweisen, so eine Blüte ist eigentlich ein Wunder, total unerwartet. Und auch wenn man nur die Blätter gesehen hätte, könnte man nie nur aus der Form, aus der Gestalt, aus dem Duft oder Nicht-Duft der Blätter wissen, welche Blüte da entstehen wird. Und das ist bei jeder Blüte, glaube ich. Wenn man wirklich in sich nochmal sich fragt, was ist das Erlebnis einer Blüte? Wir haben ja das Glück, dass es gerade Blütenzeit jetzt ist. Ja, man kann, ja, es wächst zuerst das Grüne, es wächst der Gras wächst hoch, die Wiesen sind grün und so, die Bäume sind grün. Und plötzlich kommt etwas ganz Neues, ganz Unerwartetes, also wirklich ein Wunder. Man muss sagen, das ist ein Wunder, wenn die Blüten kommen. Und manchmal auf den Bäumen zum Beispiel, wenn Sie wirklich schauen, das ist jetzt Zeit für die Krategus, das heißt, es kommt noch der Begriff, Weißdorn, für Weißdorn. Wenn man wirklich Weißdorn guckt, hat man den Eindruck, es ist was vom Himmel runtergekommen, hat sich auf die Blätter gelegt. Also wirklich, ja, so. Also man kann auch nicht unbedingt voll intellektuell daran gehen, aber auch mit dem Herzen und versuchen zu spüren, was passiert. Und man kann tatsächlich den Eindruck haben, es kommt wirklich etwas von einer anderen Welt, qualitativ anders, weil das eigentlich, was eine Blüte ausmacht, ist eigentlich qualitativ, ist sehr wenig Substanz. Ich arbeite mit Pflanzen, Heilpflanzensammlern und sie wissen, wenn sie ein Kilo Blüten sammeln müssen, Mohnblumen oder irgendwelche Blüten, das ist eine Unmenge Arbeit. Ein Kilo Blätter, das ist kein Problem. Das ist sehr schnell geschafft. Ja? Also die Blüte ist nichts. Ist eigentlich kaum noch substanziell. Die ist fast nur noch Qualität. Das heißt fast nur noch Form, Farbe, Geruch, Ausstrahlung, also etwas, was uns sehr viel aussagt, aber eigentlich mit sehr wenig Substanz. Also eigentlich wirklich ein Wunder. Ja. Ja, und da kann man spüren, das ist sicher eine ganz andere Qualität in der Blüte als zum Beispiel in dem Holz. Da habe ich kaum was zu sehen, dafür viel Substanz. Dicht, es bleibt, es wird warm gehalten. Ich komme in 3, in 10 Jahre, in 20 Jahre, dieses Holz ist einfach größer geworden, ist immer noch da, einfach größer geworden, aber bleibt. Und da komme ich in 2 Wochen, das ist weg. Also merken Sie, das ist zwei ganz unterschiedliche Qualitäten. Und die Pflanze eigentlich wächst dazwischen. Zwischen dieser Qualität von dem Holz, von dem, was sich mineralisiert, was bleibt, was sich verdichtet, meistens in der Erde, Wurzeln, die Wurzeln sind auch holzartig, oder in dem Stamm, in den Zweigen, also etwas, was bleibt, was eigentlich wenig Form hat im Prinzip, aber auch sehr viel Substanz. Und auf der anderen Seite die Blüten, die eben wie vom Himmel runterkommen auf die Pflanze und die eigentliche Pflanze ist dazwischen. Die eigentliche Pflanze, das ist das Grüne. Da, wenn ich das sage, dann nehme ich meine Begriffe direkt bei Goethe. Ich werde erklären, warum. Aber Goethe war wirklich der große Impulsgeber für Rudolf Steiner, für die biodynamische Landwirtschaft. Und der Ort oder die Freie Hochschule, wo ich arbeite, heißt auch Goetheanum. Also das ist eben für Goethe oder als Ehre für Goethe von Steiner gegründet worden. Und ich wollte nur kurz ein bisschen zeigen, was heißt Goethe. Ich
also mit den Augen von Goethe versuchen, eine Pflanze zu verstehen. Also wenn man so guckt, könnte man sagen, die Pflanze als solche, was eine Pflanze wirklich ausmacht, das ist das Grüne. Und was ist so speziell an dem Grünen? An diesem Teil, das ist auch natürlich ein Wunder. Das ist der einzige Prozess auf der Welt überhaupt, der aus vier Elementen, Erde, Wasser, Luft, Wärme und Licht, okay, fünf, lebendige Substanz bildet. Sonst nichts. Ja, also wenn es keine grünen Pflanzen auf der Erde gibt, dann gibt es überhaupt kein Leben mehr in kurzer Zeit. Und das vergisst man auch manchmal. Also die Pflanze als solche ist dieser Prozess überall auf der Erde, den wir jetzt erleben, der einfach mit einer Flasche Sprudelwasser, aus einer Flasche Sprudelwasser, lebendige Substanz bildet. Sprudel ist mineralische Substanz, also Erdenelement, Mineralien, okay, das ist, was die Pflanze braucht. Wasser, haben sie drin. Kohlensäure, ja, das ist, was die Pflanze aufnimmt in der Luft. Kohlensäure, genau was drin ist. Also ist vielleicht kein Sprudel, ich weiß es nicht. Aber wenn es Sprudel wäre, ja. Ja, und dann Licht und Wärme. Also wenn man das draußen an der Sonne tut. Und dann sollte man einfach so was Grünes haben aus der Flasche, wenn wir so schlau wären wie die Natur. Oder wie die Pflanze, die das schafft. Haben wir noch nicht geschafft. Ja? Also das ist sehr spannend, wenn man so auf die Welt guckt, dass man merkt eigentlich, was wirklich das Lebendige in der Natur ausmacht. Der Ursprung vom Lebendigen ist wirklich bei der Pflanze. Und jetzt, das war jetzt eine kleine Einleitung, die nicht ja, zum Beitrag gehört, aber weil ich so einen schönen Titel gekriegt habe, wollte ich dann ein bisschen was darüber sagen. Und jetzt will ich für den Beitrag vielleicht vier Teile nehmen. Zuerst möchte ich kurz den Kontext der biodynamischen Landwirtschaft beschreiben. Wie ist es entstanden? Wieso? Wann? Zweitens nochmal daran anknüpfen, was ist die Methode eigentlich von Goethe und von Rudolf Steiner? Wie haben sie auf die Natur geguckt? Was haben sie beschrieben? Weil, wie schon gesagt wurde, Rudolf Steiner hat auf Anfragen von Landwirten einen Kurs gegeben, also 8 Vorträge. Und diese Vorträge, wenn man einfach das Buch öffnet und irgendwo liest, kann das einmal manchmal sehr komisch erscheinen. Also man kann das poetisch finden, aber wie kann man das konkret anwenden? Also das ist manchmal nicht so leicht zu verstehen. Mindestens für einen guten Europäer, der irgendwie ein wissenschaftliches Studium gemacht hat. Und das ist mir auch so geschehen. Und ich wollte unbedingt verstehen, ja, ist es nachvollziehbar? Muss man nur dran glauben oder ist es nachvollziehbar? Kann man das selber eigentlich eine Methode entwickeln, um an ähnliche Erlebnisse zu kommen, wie sie Steiner beschreibt? Das war mir wirklich ein Anliegen. Und warum? Weil ich hatte eigentlich den Eindruck, ja, heute kann man nicht die Sachen nur machen, weil das gesagt wird, aber man muss das selber verstehen, man muss das selber erleben, um ganz frei zu sein, ob man das machen möchte oder nicht. Das scheint mir ganz wichtig, also für mich jetzt. Und im dritten Teil möchte ich dann zur Ernährung was etwas darstellen und die Brücke von Ernährung zur Landwirtschaft machen und dann daraus, das wäre dann die Grundlage für das Weitere, für die Fragen und für unser Gespräch. Also ganz kurz vielleicht zum Kontext der biodynamischen Landwirtschaft. In Europa, ich schaue erstmal nur auf Europa,
weil eben in Indien, da kenne ich mich nicht aus und das hatten wir vorher und das ist ja gut und das ist, daraus wird ein Gespräch entstehen. In Europa gibt es ja seit der Renaissance, also seit diesem 16. Jahrhundert, kann man sagen, ist die neue Wissenschaft entstanden, hat sich entwickelt. Und das ist interessant, was da geschehen ist. Man hat dann gesagt, ist wissenschaftlich nur was messbar, zählbar oder wägbar ist. Alles andere ist unwissenschaftlich. Und das muss man nicht vergessen. Das heißt, man hat einen großen Teil der Wirklichkeit auf die Seite geschoben und gesagt, das ist unwissenschaftlich. Das hat Galilei gesagt. Entweder wissenschaftlich ist etwas, was man messen, zählen oder wägen kann, oder etwas, was man zählbar machen kann. Und das ist eine Tatsache, die hat die Möglichkeit gegeben, sehr viel neue Erkenntnisse zu haben, durch Teleskop, Mikroskop und alle Maschinen, die wir nach und nach entwickelt haben. Also man hat unwahrscheinlich viele Erkenntnisse, Fakten gesammelt. Man hat die Natur wirklich ganz genau beobachtet, aber immer mehr von außen sozusagen. Und das ist auch das Ziel oder das Ideal der, oder das war, das ist jetzt ein bisschen am Wackeln, aber das war das Ideal der modernen Wissenschaft, zu sagen, der Beobachter ist total getrennt von dem Gegenstand, was er erkennen möchte. Ja, und das, diese Art Wissenschaft hat eigentlich erst im 19. Jahrhundert in die Landwirtschaft Eingang gefunden. Man kann sagen, bis zum 19. Jahrhundert in Europa haben die Landwirte noch wie im Mittelalter Landwirtschaft betrieben. Das heißt eigentlich aus einer direkten alltäglichen Begegnung mit der Natur und nicht durch abstrakte Zahlen, Fakten, Gesetze, die sie irgendwo gelernt haben. Also man kann sich vorstellen, noch bis zum 19. Jahrhundert waren dort die meisten Landwirte eigentlich, haben sehr schlicht gewohnt, waren 12 oder 14 Stunden pro Tag draußen. Das heißt, ganz eng verbunden mit der Natur, mit dem Wetter, mit alles, was da geschieht. Und hatte kaum eine Idee von dem, was schon im nächsten Dorf passiert. Oder in der Stadt oder im Land oder so. Also einen Krieg hat man erst nach vielleicht ein, zwei Monaten erfahren. Ah, es ist Krieg im Land, okay. Ja, also man kannte die Pflanzen, die vor der Tür gewachsen sind, sehr, sehr gut. Aber man hatte ganz wenig Ahnung von dem, was weiter weg passierte. Man muss sich nur ein bisschen hineindenken, wie wir heute alles wissen, ja, sofort, was auf der anderen Seite der Welt passiert, aber dafür vielleicht gar nicht, was da wächst. Also welche sind die Pflanzen, die da wachsen? Da könnte ich eine Umfrage machen. Wer weiß, was da wächst vor der Tür. Ja? Also eine totale Umkehrung eigentlich. Und das ist wichtig, glaube ich, das zu merken. Und okay, und aber im 19. Jahrhundert hat dort diese neue Wissenschaft, die eben diese Trennung geschaffen hat zwischen Mensch und Natur, die hat auch Eingang in die Landwirtschaft gefunden. Und durch verschiedene Sachen, aber ein Aspekt ist Kunstdünger. Und das will ich nur als Beispiel nehmen. Das ist Liebig, das ist ein Deutscher in dem Fall, ein Chemiker. Hat einfach Pflanzen genommen, so, Fliederpflanze, und wie sagt man das, eigentlich Asche daraus gemacht, ja, und geguckt, was sind die Substanzen drin. Und der hat gesagt, ja, okay, das hat er im Labor gemacht, hat gesagt, ja, okay, wenn es diese Asche in der Pflanze gibt, also diese Substanzen in der Asche gibt, dann
wenn ich zum Beispiel Weizen aus dem Feld hole, dann hole ich diese Substanzen aus dem Feld. Also die Substanzen, die ich in der Asche gefunden habe. Und die muss ich wiedergeben, muss ich dem Feld wiedergeben. Also als Chemiker hat er da richtig gedacht und hat gesagt, ja okay, das kann man dann chemisch zurückgeben. Also der hat die Pflanze reduziert auf ihr Materielle, auf das Materielle. Welche Substanzen sind da in der Pflanze drin? Das Prozessuale, was ich vorher gezeigt habe, was ist qualitativ die Pflanze, wie wächst sie, wie hat sie ganz andere Beziehungen zum Himmel oder zur Erde und so, das ist eben nicht wissenschaftlich sozusagen. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war, welche Substanzen sind, also welche Nährelemente, sagt man, Nährstoffe sind wichtig für meine Pflanzen. Und dann ist eigentlich so, hat man so den Kunstdünger entwickelt und gesagt, okay, wenn ich so und so viel Getreide aus dem Feld ernte, muss ich das zurückgeben. Ich ernte so und so viel Stickstoff, dann muss ich Stickstoff in das Feld zurückgeben. Ich ernte, oder mit der Ernte gehen so und so viel Kali, geht so und so viel Kali weg, muss ich zurückgeben. Und die Frage war nicht mehr, welche Prozesse muss ich aktivieren, wie muss ich aus dem Ganzen arbeiten, damit es fruchtbar wird. Das war die Idee. Ich habe was gemessen, was aus dem Feld genommen wurde. Ich muss das ersetzen. Dabei ist, ich kann das verstehen, dabei ist aber etwas Wichtiges, dass zum Beispiel für den Stickstoff, man hat plötzlich, es gibt so eine Methode, das ist die Synthese, Stickstoffsynthese nach Haber-Bosch, Fritz Haber, und diese Methode macht die Synthese aus dem Stickstoff der Luft, also da ist ganz viel Stickstoff in der Luft. Aber das kann die Pflanze nicht benutzen. Das ist doch dumm, ne? Das ist schlecht gebaut. Die Pflanzen sind schlecht gebaut. Ja? Die sollten doch das. Ja? So könnte man auch denken. So denkt man heute. Ja? Wenn man rein modern wissenschaftlich denkt, denkt man, die Pflanzen sollten doch so schlau sein, dass sie den Stickstoff der Luft direkt anwenden können. Aber das können sie nicht. Nur die Leguminosen, nur eine Pflanzenfamilie schafft das, die anderen nicht. Man kann sagen, ja, man müsste die Pflanzen so züchten, dass sie das schaffen. Oder man könnte auch denken, warum gibt es nur eine Pflanzenfamilie, die das schafft? Und vielleicht ist es eine spezielle Fähigkeit, die diese Pflanzenfamilie hat. Gerade die Leguminosen, die ganz wichtig für die Ernährung sind, auch. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Wenn man sagt, die sind so dumm, sie sollten, dann kümmert man sich nicht um der Pflanze, man versteht nicht zu verstehen, was ist diese Pflanze, wie ist sie wirklich, sie anzuschauen, sich zu verstehen als Wesen. Man kommt mit einer Effizienzidee, das wäre viel effizienter, wenn die Pflanzen selber Stickstoff irgendwie sammeln könnten. Das möchte man zum Beispiel heute probieren mit Genmanipulation und so. Hat man immer noch nicht hingekriegt. Das andere Denken, was Goethe entwickelt hat und was Steiner dann weiterführt zur biodynamischen Landwirtschaft, das ist zu sagen, ja, wie sind die Pflanzen? Es gibt eine Vielfalt von Pflanzen und jede Pflanze hat eine andere, ist ein anderes Wesen, hat andere Fähigkeiten, hat andere Fähigkeiten, ist anders. Und kann einfach etwas anderes bringen zu dem ganzen Hof. Ja? Andere Möglichkeiten. Und am Anfang des, also am Ende des 19. Jahrhunderts und besonders am Anfang des 20. Jahrhunderts hat man so gedacht, ja, okay, mit diesem Stickstoff, weil die Pflanzen das nicht selber schaffen, Stickstoff aus der Luft zu nehmen, werden wir diesen Stickstoff synthetisieren, das heißt daraus Kunstdünger machen und diesen Kunstdünger auf die Felder streuen. Ja? Ammonitrat, also das wird. Muss noch sagen, das ist auch für die Geschichte der modernen Landwirtschaft doch
echt schlimm, aber wirklich wahr. Das da hat man immer mehr Untersuchungen gemacht. Im Ersten Weltkrieg hat man Stickstoff benutzt, um Bomben zu bauen. Ne? Das explodiert, Stickstoff. Das ist da macht man sehr gute, also tolle Bomben mit Stickstoff. Und nach dem Weltkrieg waren alle diese Fabriken arbeitslos. Ja, wem soll man unser Stickstoff verkaufen? Und das war ja sehr gut, dass man gedacht hat, ah ja doch, die Landwirtschaft kann das auch anwenden für die Pflanzen. Und das ist für die moderne Landwirtschaft oder für die industrielle Landwirtschaft ein dramatisches Schicksal, dass sie immer alle Entdeckungen der Kriege wieder verwertet hat. Das ist kein Witz jetzt, das ist wirklich so. Sie wissen vielleicht, im Vietnamkrieg hat man Agent Orange benutzt und das ist ja ein Herbizid, also Pflanzentöter und so. Und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Geschichte, es gibt sehr gut recherchierte Bücher darüber, dass die moderne Landwirtschaft immer eigentlich nach dem Krieg etwas Neues bekommen hat. Auch die Traktoren. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, es ist dramatisch. Aber das ist vielleicht ein bisschen ein Zeichen, dass wir heute doch oft und meistens die Landwirtschaft oder auch sogar Gartenbau als Krieg denken. Krieg gegen Unkräuter, Krieg gegen Schädlinge, Krieg gegen Krankheiten, Krieg gegen Brombeeren sowieso, Krieg gegen, ja, Sie können mir vielleicht helfen, ne? Krieg. Das ist ein Kriegslandwirtschaft und da muss man nicht unbedingt nur bei den anderen schauen, da muss man auch bei sich schauen. Welche Beziehung habe ich zur Natur? Denke ich immer noch, das stört mich. Das ist, ja, da gehe ich immer, muss ich Krieg machen? Oder versuche ich anders zu denken? Versuche ich zu denken, ja, okay, das stört mich vielleicht jetzt hier. Aber das Wesen an sich ist nicht böse, ist nicht Unkraut. Das ist ein Beikraut. Es darf auch leben. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Also für mich eine ganz wichtige Grundlage von der biodynamischen Landwirtschaft, dass wir eben keine Kriegslandwirtschaft machen wollen, aber vielleicht eine Begegnungslandwirtschaft machen wollen. Das heißt, wir möchten die Naturwesen, wir möchten den Boden, die Pflanzen, die Tiere begegnen und daraus etwas machen, zusammen etwas machen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu stark, wenn ich sage, Freundschaftslandwirtschaft, aber Ziel ist schon in die Richtung, dass man wirklich zusammenarbeitet, also eine Gemeinschaft bildet und nicht Krieg. Aber das ist echt Krieg. Also ich war jetzt im Herbst in Brasilien und wenn Sie einen Tag lang im Bus reisen durch den Paraná-Staat und 6 oder 7 Stunden lang nur raue Flächen, das heißt braune Flächen sehen, wo man einfach dieses Roundup gespritzt hat, dieses Herbizid von Monsanto gespritzt hat. Das ist alles tot. Man hat den Eindruck, das ist wirklich nur tote Landschaft. Und das ist einfach sehr schwer zu ertragen. Und konkret für die Leute ist das natürlich sehr schlimm, weil da gibt es sehr viele Krankheiten und Probleme, also riesige Probleme. So, jetzt bin ich ein bisschen weiter, aber das ist heute, Roundup und so, das gab es am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht, aber es gab diese Art zu denken, schon mit dem Stickstoff und dass man eigentlich aus dem industriellen Prozess Sachen in die Landwirtschaft bringt. Und was natürlich da interessant ist, das ist, dass eigentlich Rudolf Steiner, ich werde kurz erwähnen, ihn kurz beschreiben auch, aber er hatte schon die Waldorfschule entwickelt, er hatte schon über soziale Fragen gesprochen nach dem Ersten Weltkrieg, also Dreigliederung, Kampagnen gemacht, war relativ bekannt in bestimmten Kreisen und eine Gruppe von Landwirten hat ihn getroffen und hat ihn bestimmte Fragen gestellt, dem Rudolf Steiner. Und gesagt, also bitte können Sie uns einen Kurs, können Sie uns Hinweise für eine neue Landwirtschaft geben, für eine Landwirtschaft, die das Leben, die lebensgemäß, die naturgemäß ist, die einfach Respekt vor der Natur hat und nicht Natur zerstört. Können Sie uns Hinweise geben? Und die Fragen waren, was ist die Wirkung vom Kunstdünger auf den Boden? Das war direkt eine Frage.
warum degenerieren die Pflanzen und die Tiere? Das hatte man schon wirklich bemerkt. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert gab es diese Läuse, Phylloxera heißt es, die haben ja alle Reben in Europa zerstört, alle Rebenfelder. Eine andere Frage war, was ist eigentlich die Rolle der Landwirtschaft in der ganzen Gesellschaft? Weil die Landwirtschaft kam durch die Industrialisierung doch immer mehr am Rande von der ganzen Gesellschaft, wo sie ursprünglich in der Mitte war. Fast jeder war Landwirt im Mittelalter, 90% der Bevölkerung. Und da wurde sie immer mehr am Rande geschoben. Und die Landarbeiter, also die Leute, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, waren auch die am wenigsten verdient haben. Also das war, so. Und das ist immer noch ein bisschen das Problem. Also was ist wirklich die Rolle der Landwirtschaft in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft? Kann man die Landwirtschaft als Produzent von Waren wie eine Industrie anschauen? Kann man das oder kann man das nicht? Also da kann man wirklich sich da wirklich fragen, weil wenn man die aktuelle Situation sieht, wo ein Liter Milch dreimal weniger kostet als ein Liter Benzin, da habe ich schon ein Problem. Ich meine, der Preis von der Milch geht immer weiter runter im Vergleich zu alle anderen Preisen. Ja. Oder von Weizen genauso. Also wieso? Wieso soll die Milch nichts mehr kosten? Wieso soll ein Kilo Fleisch nichts mehr kosten? Wieso soll ein Kilo Brot nichts mehr kosten? Also 10-mal weniger im Verhältnis zu den anderen Produkten als vor 20, 30 Jahren. Also diese Rolle der Landwirtschaft. Und noch eine Frage war auch, die man Steiner gestellt hat, da war auch einer, der sagt, ja, aber für einen Landwirt, für jemanden, der sich mit der Natur Beziehungen nehmen will und mit der Natur arbeiten will, gibt es einen esoterischen Weg? Gibt es einen Weg, also kann man sich individuell entwickeln auch? Was ist der esoterische Weg für den Landwirt? Das war auch eine Frage, kann auch vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber das war. Und man kann sagen, drei Hauptfragen waren da. Agronomische Fragen, Boden, Pflanze, Erde, Boden, Pflanze, Tier, Entschuldigung, soziale Fragen und persönliche Fragen. Ja, wie stelle ich mich vor, wie kann ich mich weiterentwickeln als Landwirt? Und das sind die drei Säulen, die wir immer noch haben in der biodynamischen Landwirtschaft. Drei Aspekte eigentlich. Und es gibt Leute, die sich mehr auf einem Aspekt konzentrieren oder andere mehr auf einem anderen. Ja, und eben Rudolf Steiner hat dann auf diese Fragen geantwortet mit diesen 8 Vorträgen, die er in 1924 gegeben hat, vor 150 Landwirten in Koberitz bei Breslau, zurzeit, also heute in Polen. Und wieso hat er zur Landwirtschaft etwas erzählt? Also er hat das vorbereitet, natürlich seinen Kurs, aber wenn man seine Biografie studiert, sieht man, dass er die Pflanzen eigentlich gut kannte. Als Kind ist er in Kroatien und dann in der Nähe von Wien aufgewachsen, hatte regelmäßig Kontakt zu einem Heilpflanzensammler, also ein Mann, der eigentlich die Pflanzen sehr gut kannte, aber der nicht akademisch ausgebildet war, aber der einfach durch die intime Beziehung sehr viel und sehr gut heilen konnte. Und da sagt Steiner, das war für ihn sehr wichtig, weil Steiner, ich glaube, das kann man so direkt sagen, war Hellseher. Das heißt, er hat einfach in das Innere der Natur gesehen, was die anderen Leute nicht gesehen haben. Und da hat er gemerkt, ich bin ein bisschen komisch. Also ich sehe Sachen, die anderen nicht sehen. Und da konnte er mit diesem Heilpflanzensammler gut austauschen, weil der war auch Hellseher sozusagen. Was heißt Hellsehen? Das heißt einfach, dass man nicht nur an der Oberfläche der Sache bleibt, aber dass man das Innere, das Geistige von einem Wesen dabei auch erfährt. Das heißt, man weiß eigentlich mehr als von außen. Aber ich würde sagen, jede Kuh ist Hellseherin. Weil jede Kuh, in der Wiese nimmt nur die Pflanzen, die für sie richtig sind.
Verstehen Sie, was ich meine? Das ist jetzt überhaupt nicht schlecht gemeint oder so. Ich sage nur, dass es für die Tiere zum Beispiel ganz normal ist, wenn sie in der Natur sind, dass sie einen direkten Kontakt zur Natur haben und durch diesen direkten Kontakt wissen, was für sie gut oder nicht gut ist. Und das ist nicht unbedingt angelernt. Das hat man auch studiert. So, wenn Sie neue Heilpflanzen entdecken wollen, dann müssen Sie Ferngläser kaufen, nach Afrika gehen und einfach schauen, was die Affen fressen, wenn sie krank sind. Das machen die großen Firmen. Kein Witz. Das machen die großen Firmen. Und da sagen die, wir sind sehr schlau, wir haben ein neues Heilmittel entdeckt, aber das haben die Affen entdeckt. Also, wer von wem Abstand, ja? Ich weiß es nicht. Aber, und wer schlauer ist. Ja, verstehen Sie, ich meine damit, es gibt eine Möglichkeit, einen anderen Kontakt zur Natur zu haben, einen direkten Kontakt zu haben, und das haben die Tiere. Ich sage nicht, dass Steiner einen solchen Kontakt hatte, aber auf andere Art. Der hat das nicht natürlich wie eine Kuh gesehen, aber und der, natürlich nicht, aber er hatte diesen direkten Kontakt. Und das hat auch eigentlich jeder als Anlage, aber das ist verdeckt durch den ganzen intellektuellen Verstand und Verständnis. Ich meine, die Schamanen haben auch das, arbeiten so. Also wenn man einen Schamanen aus Südamerika fragt, ja, wieso weißt du, dass diese Pflanze gut für deinen Patienten ist? Dann sagt er, ja, ich weiß es nicht. Die Pflanze sagt mir das. Ja, das ist wirklich die Antwort. Das habe ich so gehört. Ja, also es gibt diese Möglichkeit. Das ist, ja. Aber die Frage für Steiner war, ja, bin ich allein mit dieser Fähigkeit, dass ich einfach in das Innere der Natur schauen kann? Oder gibt es einen Weg, der für alle möglich ist? Und gibt es auch einen Weg, wo ich das nach wissenschaftlicher Art machen kann? Also nicht jetzt habe ich direkt dieses geistige Erlebnis von der Pflanze, aber wie kann ich das eigentlich wissenschaftlich verfolgen, beschreiben und so sauber machen, dass es für jeden verständlich wird? Und das war wirklich sein Anliegen, seine Frage. Und auf diese Frage kam eigentlich schicksalsmäßig eine wunderbare Antwort für ihn, weil er als junger Student wurde er gefragt, das wissenschaftliche Werk von Goethe zu verarbeiten und herauszugeben. Und da hat der junge Rudolf Steiner bei Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, also der, ja, der berühmte Goethe, hat bemerkt, ja, Goethe hat den anderen Weg genommen. Goethe war nicht Hellseher, aber Goethe hat durch eine feine Beobachtung der Natur von außen, über die Sinne, über die Phänomene und ohne also mit dem Versuch, wirklich ohne Vorurteile die Natur anzuschauen, ja, so gut wie möglich, ohne jede Vorurteile, wirklich die Natur anzuschauen, wie sie ist, da hat eigentlich Goethe in seinem Werk einen Weg gezeigt, wie man als moderner Mensch, der keine direkte Beziehung zur Natur hat, der eben nicht wie der Affe genau weiß, ich muss diese Heilpflanze in meinem Garten nehmen und ich werde meine Krankheit heilen. Ja, das weiß man heute nicht mehr, sonst würde man sich auch nicht so oft vergiften und so. Ja, also als moderner Mensch, der von der Natur getrennt ist, der die Natur nur von außen guckt und eigentlich eine Analyse braucht, um zu wissen, ob das gut für mich ist oder nicht. Ja, also aus diesem Standpunkt, Trennung von der Natur, die Natur sagt mir nichts mehr sozusagen, hat Goethe einen Weg gezeigt, wie man Schritt für Schritt sich wieder der Natur nähern kann und wieder das Geistige oder das Ideelle in der Natur schauen kann. Dazu immer tiefer einen Kontakt aufbauen kann. Ich könnte nochmal meinen Flieder nehmen. Und das ist ja spannend für unser Thema, weil das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist auf einer Seite ästhetische Erkenntnis. Soviel ich weiß, ist die Ästhetik ursprünglich die sinnliche Erkenntnis von Baumgarten, so genannt, glaube ich. Ja, ich schaue. Ja, also Erkenntnis über die Sinne und einfach darüber hinaus, über die Sinne, durch die Sinne, ganz sauber beobachten, schmecken,
absolut. Darüber haben wir gesprochen. Riechen, sehen, alle Sinne sind da gefragt. Goethe sagt, wir haben bekannte Sinne, unbekannte Sinne. Wir können unsere Sinne entwickeln. Und Goethe sagt auch noch weiter, die Sinne trügen uns nicht. Was uns trügt, wo wir Fehler machen, das ist, wenn wir denken, das ist mit dem Verstand. Wenn wir interpretieren, was uns die Sinne zeigen, das ist natürlich heute nicht so die Meinung. Heute ist die Meinung, die Farbe existiert nicht. Die aktuelle Meinung ist, das sind nur Wellen und das sind nur Molekülen und das ist alles grau, es ist eigentlich nichts zu sehen und das ist alles ausgedacht. Goethe sagt nein, gar nicht. Zuerst der Mensch kommt in Kontakt mit der Welt durch die Sinne. Die Sinne, die Welt spricht sich zu uns über unsere Sinne und wo wir Fehler machen können, das ist durch die Interpretation, weil wir eben nicht mehr diesen direkten Kontakt zur Natur haben. Da müssen wir uns wirklich erüben. Und da beschreibt Goethe Schritte auch, wie man das machen kann. Und das ist, ja, und das ist auch sehr spannend. Das heißt auch, dass ich immer, jeden Tag, mindestens dreimal am Tag, wenn ich esse, die Möglichkeit habe, die Welt besser kennenzulernen. Ist doch toll. Ja? Sie sind jeden Tag dreimal am Tag also Ernährungsexperte. Ja, echt? Also durch Riechen, durch Schauen, durch Schmecken können Sie jedes Mal, Sie können sich fragen, ja, was sagt mir dieser Apfel? Wie schmeckt es? Was kann ich über den Geschmack, über den Geruch, über die Farbe, über die Struktur, was kann ich über diesen Apfel lernen? Nicht nur für mich genießen, sagen, ist gut oder nicht gut, okay, das dürfen Sie absolut, das ist keine Frage. Aber wenn Sie wollen, können Sie noch einen weiteren Schritt machen und Wissenschaftler werden und sagen, ich kann ja, diesen Apfel kennenlernen. Das heißt, ich versuche mich da ganz offen innerlich zu machen, so versuche meinen innerlichen Spiegel ganz sauber zu machen, ohne Vorurteil, nicht, das gefällt mir nicht, nichts. Und einfach über die Sinne versuchen, einen konkreten Kontakt ja, mit dem Apfel oder mit der Karotte oder mit dem Brot zu haben und zu spüren, ja, was sagt das zu mir? Ich nehme das, weil das Thema ist auch Schmecken, nicht? Ich meine, durch das Schmecken kann man sehr viel eigentlich über unsere Nahrungsprodukte lernen. Konkret wird das zum Beispiel in der biodynamischen Landwirtschaft so angewendet, dass die Gemüsebauer treffen sich im Herbst, die haben verschiedene Karottenreihen und Sorten und die schneiden kleine Stücke von Karotten und die schmecken. Und die schreiben auf, wie schmeckt es? Nützig, erdig, so und so. Süß, aber langweilig, also der Geschmack bleibt nicht lange und so. So werden die biodynamischen Sorten gezüchtet. Genau so, durch den Geschmack. Ja, also der Mensch ist der größte und exakteste Instrument, wissenschaftliche Instrument. Das sagt Goethe so und sagt, also man kann wirklich Vertrauen in seinen Sinne haben, wenn sie gesund sind. Natürlich, wenn ich blind bin, dann habe ich andere Sinne, die sich dafür verstärkt, die ich verstärkt entwickeln kann und so weiter und so fort. Aber Goethe sagt wirklich, über die Sinne kann man wirklich arbeiten. Und weil ich gehört habe, dass nächstes Jahr das Geruch daran kommt, sagt auch Steiner, ja, für die Landwirte, das ist vielleicht nicht so leicht, Hellseher zu werden, aber hell riechen können sie sehr gut. Und das stimmt auch. Ein Landwirt, wenn er wirklich mit seiner Herde, mit seinen Tieren gut in Kontakt ist, er kommt in den Stall, er riecht, ah, da gibt es ein Kalb irgendwo, der krank ist, der hat ein bisschen Durchfall oder so, riecht er sofort im Duft. Also das ist, sehen Sie, das ist nicht hellriechend, aber doch, weil das ist, ich habe meinen Geruchssinn so entwickelt, dass ich schon weiß, dass es mir ein Zeichen gibt, da ist etwas, was nicht gesund ist. Ja, was ist nicht normal? Oder, ja, also das ist, kann man wirklich im Alltag anwenden. Ja, das wäre vielleicht so ein kleiner Versuch
zur Methode und zum Kontext. Wenn es Fragen dazu gibt, ich nehme die gern, weil ich dann im zweiten Teil wirklich auf die biodynamische Landwirtschaft konkret gehen möchte. Ist gut so? Okay, dann mache ich weiter. Ja. Ist das eben hier? Kein Problem. Egal, können Sie nehmen. Ja, dann trinke ich auch ein bisschen bei der Gelegenheit. Ja, eine Frage habe ich, weil, wie Sie gehört haben, war eigentlich die große Frage an Rudolf Steiner war, wie kann man Boden, Pflanze und Tiere generieren? Das war die Frage am Ursprung der biodynamischen Landwirtschaft. Und das ist, diese Frage ist in einem besonderen Moment in der Geschichte gekommen, wo eben eine Art Degeneration in der Landwirtschaft war. Degenerationserscheinungen. Die sind heute viel weiter fortgeschritten, viel, viel weiter. Aber dann kann man sich sagen, die biodynamische Landwirtschaft ist eigentlich eine Antwort. Welche Wege sind möglich, um Boden, Pflanze und Tier zu regenerieren? Und Steiner sagt, eigentlich nehme ich für die biodynamische Landwirtschaft nicht die Natur als Vorbild, aber der Mensch. Und er sagt, der Mensch wird zur Grundlage gemacht. Das habe ich gezeigt über die Sinne, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass Steiner direkt sagt, eine Landwirtschaft, ein Hof, ein Betrieb, landwirtschaftlicher Betrieb, sollte wie ein Organismus gestaltet werden. Und sogar wie ein menschlicher Organismus. Also wie kann man das machen? Man muss natürlich die Prinzipien herausholen. Das ist ja nicht, man muss nicht unbedingt einen Menschen auf den Boden zeichnen. Das ist nicht so gemeint, aber die Prinzipien von einem Organismus. Und jetzt kann man den Ansatz so nehmen, dass man sich fragt, ja, ich als Mensch, wenn ich ganz müde bin, erschöpft bin, welche sind die Möglichkeiten, mich selber zu regenerieren? Und das ist interessant, wenn man das macht. Da merkt man, dass man zuerst, um sich zu regenerieren, muss man einfach in einem Ort sein, wo man irgendwie Ruhe hat, wo man seine Integrität hat, wo man nicht eingezwängt ist, also wo man seine Integrität, wo man sich einfach frei bewegen kann. Das ist ein erster Punkt, sicher. Und man muss auch wenn man wirklich eine große Wunde hat und so, das ist schwierig, seine Kräfte zu regenerieren, ne? Man merkt. Also man muss die Integrität des Leibes haben. Aber dann kann man weiter suchen und es wurde vorher auch gesagt, wenn man sich regenerieren möchte, ja, entweder schläft man geht einfach schlafen, ausruhen, ja, also denkt nicht mehr so viel und man versucht nicht mehr so viele Wahrnehmungen zu haben, ja, also man wird unbewusst und interessanterweise passiert was? Man ist im Prinzip nach einem guten Schlaf regeneriert. Und es ist aber sehr interessant mit dem Schlafen. Wenn man zu lang schläft, ist es auch nicht so gut. Also, das ist eine Frage des Rhythmus. Und das ist klar, das weiß man bei jedem Kind. Wenn Sie, ja, bei Ihnen auch, aber wenn ein Kind ein bisschen schwach ist, also nicht sehr kräftig, wenn Sie ihm wirklich Kräfte geben wollen, dann müssen Sie einfach ganz stark mit dem Rhythmus arbeiten. Also das heißt, jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit aufwachen, ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Nicht exakt. Rhythmus ist nicht exakt. Aber das heißt, dass man wirklich mit dem Rhythmus Tag und Nacht arbeitet. Und das ist wirklich ein Prinzip, was regeneriert. Können Sie selber auf sich probieren. Das Beste ist immer, auf sich zu probieren. Nicht zu glauben, einfach zu probieren. Ja? Eine Woche machen Sie das mal. Sie gehen schlafen um 8 Uhr und dann um 12 und dann um 3 Uhr morgens und dann wieder um 8 und so. Probieren Sie mal. Und die Woche drauf einfach jeden Tag um 10 oder was Sie wollen oder halb 11 oder was. Und dann schauen Sie, wie Sie sich fühlen. Also, ja, Rhythmus ist wirklich eine Möglichkeit der Regeneration. Und in der biodynamischen Landwirtschaft wird ganz stark mit allen Rhythmen gearbeitet. Werden die Pflanzen und die Tiere wieder
an den Rhythmen, den kosmischen Rhythmen gebunden und verstärkt. Also ganz anders als Orsol, bodenlos, wenn man die Pflanzen in einer Fabrik hat, ohne Erde, ohne Sonne, Computer gesteuert, da sind die gar nicht mehr zwischen Himmel und Erde, gar nicht mehr an den Rhythmen gebunden. Und wissen Sie zum Beispiel, wenn man, das ist jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung, wenn man eine Pflanze bodenlos wachsen lässt, anbaut, es wurde mit Bohnen gemacht im Vergleich mit biodynamischen Bohnen, mit dem biodynamischen Boden. Wenn eine Pflanze ihre Wurzel nicht mehr in der Erde hat, aber in einer Lösung mit künstlicher Stickstoff und so, wenn sie da drin wächst, verliert sie auch ihre Beziehung zur Sonne. Das heißt, die Bohne hat diese Fähigkeit, in der Nacht die Blätter zu schließen und am Tag die Blätter zu öffnen. Das sieht man vielleicht nicht, aber das ist tatsächlich der Fall. Wenn sie nicht mehr in den Boden ist, verliert sie diese Fähigkeit. Die wächst immer, als ob es immer Sonne gäbe. Sehr interessant. Ich sage nicht, dass konventionelle Bohnen Schlafprobleme haben, aber wer weiß. Ja, wer weiß. Doch interessant. Also, Rhythmus, Schlafen, Wachen und natürlich, um Kräfte wieder zu tanken, gibt es Trinken, gibt es Essen und so. Das ist eine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, sich zu regenerieren. Man kann einfach auch etwas für die Seele machen. Also einfach gesagt, einfach Kunst machen, Kunst hören, oder in die Natur spazieren gehen und so. Also keine direkte Nahrung, aber Sinnesnahrung, könnten wir sagen. Und seelische Nahrung, einfach in einer guten Stimmung sein, gute Atmosphäre sein. Und das regeneriert auch. Das gibt auch Kräfte. Vielleicht nicht auf der gleichen Ebene, aber es regeneriert auch. Und da gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, sich zu regenerieren, die vielleicht noch am stärksten wirkt. Das ist einfach geistige Übung, geistige Arbeit. Das kann Meditieren sein, das kann Beten sein, das kann Philosophie machen, kann jeder seine Sache finden. Aber das hilft auch ganz stark. Und Sie wissen ja, dass in den Konzentrationslager die Leute, die einfach die Möglichkeit hatten, das Schlimmste zu überleben oder die Freunde sogar zu helfen, das waren die einfach. Ich habe Bücher davon Jacques Busserand gelesen, das ist ein blinder Franzose, der war blind und der hat gesagt, zum Glück war ich blind, so konnte ich viel mehr in mir leben und nicht das Grauenhafte draußen sehen, und der konnte da viele Freunde helfen eigentlich, weil er eigentlich ein starkes inneres Leben hatte. Aber alles andere, also gute Atmosphäre, nichts, und ja, eben die anderen Möglichkeiten waren überhaupt nicht gegeben. Nur das, also nur in mir, mich zum Geistigen erheben, innerlich. Also eigentlich scheint es die kräftigste Möglichkeit zu sein, sich zu regenerieren. Das heißt nicht, dass wir nicht die anderen brauchen. Das kann auch nicht jeder so nur von Beten leben oder von Meditieren leben. Das sage ich auch gar nicht. Aber, und das ist interessant, das sind vier Stufen, und diese vier Stufen habe ich jetzt so aufgebaut, sind natürlich vier Stufen, die Steiner eigentlich beschreibt und sagt, das sind die vier Leibesglieder des Menschen. Also der Mensch hat eigentlich vier Ebenen. Der hat diese physische Ebene, wo man seine Integrität braucht. Er hat diese Lebensebene, Lebensleib, was er auch Ätherleib nennt, aber das ist egal, aber Lebensleib, der durch wirklich Schlafen, durch gute, kräftige Nahrung und Trinken und so verstärkt wird. Der hat diese seelische Ebene, die wirklich genährt oder regeneriert wird durch eine gute Atmosphäre, durch Sinneserfahrungen, durch Kunst, durch alles, was der Seele gut tut. Und er hat noch diese geistige Ebene, die auch durch Geistesarbeit regeneriert wird.
Und es ist interessant, das kann man auch für die Ernährung anwenden. Für mich wäre eine ganzheitliche Ernährung eine Ernährung, die auf diese vier Ebenen ernährt. Wenn Sie jetzt ins Geschäft gehen, wird nur die erste Ebene ernährt. Nährstoffe, wie viele Nährstoffe gibt es? Ein bisschen die zweite, also Kraft. Aber es wird nicht gesagt, welche Qualität, welche Lebensqualität haben die Nahrungsmittel, nur wie viele Kalorien sie enthalten. Das ist nur ein Aspekt. Also was obligatorisch auf den Packungen ist, das ist diese physische Ebene. Es muss so und so viele Mineralien haben, es muss so und so viele Kalorien haben. Zweite Stufe wäre zu wissen, ja, wie viel Vitalkraft hat ein Nahrungsmittel. Das kann man spüren, kann man direkt spüren. Guten Abend. Also man kann spüren, ob ein Wasser mich wirklich erfrischt oder nicht. Es gibt Wasser, wo das, was eigentlich schwer im Magen liegt, oder Wasser, was mich total erfrischt. In der Analyse ist es gleich. Ist es gleich? Interessant. Also es ist eine andere Ebene, da gibt es Methoden, das zu untersuchen. Tropfenbildmethode heißt es zum Beispiel. Oder empfindliche Kristallisation. Diese Vitalebene kann man wirklich untersuchen. Dann gibt es diese dritte Ebene vom Geschmack, Geruch, alles, was an die Sinne spricht. Und das, das ist die Genussebene sozusagen. Ist auch wichtig bei einem Nahrungsmittel. Und dann gibt es noch diese geistige Ebene bei einem Nahrungsmittel. Da könnte man sich fragen, ja, das ist eigentlich die Frage, ob eine Karotte immer noch ihre Identität hat. Ist die noch eine Karotte? Also einmal im Flugzeug habe ich einfach das Gemüse so gegessen, ohne zu schauen. Ich wusste nicht, was ich gegessen hatte. Probieren Sie mal. Ja, dann ist es ein Problem. Also, ja, wenn Karotte und alles gleich schmeckt, also, okay. Das heißt, dann ist keine Begegnung. Da ist nichts. Da begegne ich keine Karotte. Da begegne ich, ich weiß nicht, so ein Stoff, was mich auffüllen soll, aber was eigentlich nichts tut. Höchstens ja, ein bisschen was, ja, ich weiß es nicht, was es macht. Ja, aber diese Identität, also das Geistige ist bei uns, aber in der Pflanze, also hat, oder man könnte das auch die Identität nennen, hat eine Karotte wirklich ihre Identität? Schmeckt sie nach Karotte? Hat sie eine Karottenform? Hat sie eine Karottenfarbe? Können sie für die Milch oder für alles möglich nehmen, ne? Oder Apfel oder was, ne? Und das können Sie auch spüren. Also diese vier Stufen. Und ich würde sagen, ein gutes Nahrungsmittel müsste diese vier Ebenen entsprechen. Weil ich möchte ganzheitlich ernährt werden. Ja, sonst, wenn ich nur den ersten Aspekt brauche, dann nehme ich Pillen. Ne? Okay. Wenn ich nur den dritten, dann nehme ich noch schöne Gerüche und so. Ja, aber ich möchte ganzheitlich. Und das ist interessant, weil eigentlich sagt uns Rudolf Steiner, die Landwirtschaft muss man genauso anschauen. Man muss den landwirtschaftlichen Organismus auch so regulieren, auf diese vier Ebenen. Und er sagt, dass eigentlich ein landwirtschaftlicher Organismus muss erst so gebildet werden, dass man natürlich Grund und Boden hat. Man hat einfach einen besonderen Ort, wo man Landwirtschaft betreibt. Man hat eine bestimmte mineralische Grundlage. Man hat einen bestimmten Relief. Vielleicht ist es südexponiert. Dann werde ich Pflanzen anbauen können, die mehr Wärme brauchen. Vielleicht ist es nordexponiert. Dann werde ich sicher keinen Weinbau machen, aber dafür mehr Wiesen und so weiter. Man hat eine besondere Geologie auch, also Unterlage. Gesteinunterlage, und da zeigt auch schon Steiner, sagt, ja, das ist wichtig, die geologische Unterlage. Zum Beispiel beschreibt er für die Landwirte, er sagt, das ist ganz anders, ob es Kalkuntergrund ist oder Kieseluntergrund. Da werden die Pflanzen anders wachsen. Und ganz interessanterweise sagt Steiner schon vor einem Jahrhundert, Kiesel sei ganz wichtig für die Pflanzen. Was zu der Zeit gar nicht berücksichtigt war. Man hat nur an Stickstoff, Kali und Phosphat gedacht. Sagt, Kiesel ist ganz wichtig, aber homöopathisch. Ganz bisschen Kieselsubstanz. Kalk ist auch wichtig, also diese Aspekte. Natürlich muss, wenn ich eine gute Karotte haben möchte, möchte ich, dass sie viele Mineralstoffe enthält. Vielleicht wissen Sie, es ist eine Studie in Kanada erschienen, wonach ein moderner Apfel, der nach nichts schmeckt, so wie das Wasser, ja,
enthält 100-mal weniger Mineralstoffe wie eine alte Sorte von vor 50 Jahren. Das heißt, sie müssten für den gleichen Preis natürlich 100 Äpfel kriegen, ganz moderne Sorten. Also man hat die Sorten so gezüchtet, dass es einfach nichts mehr drin ist. Das ist eine reine wissenschaftliche Studie, das ist nicht irgendwie so einfach. Also natürlich muss es auch mineralische Stoffe in meiner Pflanze sein, aber die Frage ist, wie holt die Pflanze die mineralischen Stoffe aus der Erde? Soll ich sie direkt geben durch den Kunstdünger? Oder soll ich die Pflanze so aktivieren, dass sie selber die mineralischen Stoffe findet, die sie braucht? Und das ist der Weg von der biodynamischen Landwirtschaft. Zu sagen, die Pflanze muss sich stärken. Die Pflanze muss sich in ihrer Gesundheit so stärken, dass sie sich einfach noch stärker mit dem Boden verbindet, weil ich möchte ein bisschen mehr Ertrag als in der Natur. Ich möchte Kultur, Landwirtschaft. Ich muss meine Pflanze so mit dem Boden verbinden und dass sie einfach die mineralischen Stoffe selber in dem Boden findet. Weil eigentlich gibt es genug in dem Boden. Es muss nur die Pflanze empfindlich genug sein, offen genug sein, um diese Stoffe zu finden. Sie braucht nicht viel mineralische Stoffe. Das ist ein Witz von den Kunstdüngerverkäufern, die sagen, die Pflanze ernährt sich im Boden. Die Pflanze nimmt höchstens in einer Karotte, in ein Kilo Karotte haben sie höchstens 2% von der Menge der Karotte ist mineralische Substanz. Alles andere kommt von Licht und Luft und Wasser. Ja? Muss man nie vergessen. Also das ist ganz wenig, aber diese mineralischen Stoffe werden gebraucht. Heute bringt man das so direkt über lösliche Salze, die dann im Wasser sind und die Pflanze kriegt zu viel mineralische Stoffe und dann wuchert sie und wird dann ungesund, weil sie einfach nicht die richtige Menge nimmt. Und in der biodynamischen Landwirtschaft versuchen wir, die Pflanze so zu verstärken, dass sie selber intelligent wird, sozusagen intelligent in ihrer Wurzel und dass sie wirklich aktiv die Nährstoffe aus dem Boden holt. Da sind auch schöne Untersuchungen, wissenschaftliche, moderne Untersuchungen gemacht worden über die aktive Möglichkeit der Pflanze, eigentlich Nährstoffe zu holen, aus dem Boden zu holen. Und das ist dieser Aspekt von der mineralischen Grundlage. Also man hat das muss eine Vielfalt sein, man braucht einfach eine mineralische Grundlage, man muss den Boden und man arbeitet dann mit den vier Elementen, also mit der Natur direkt. Dann, wenn ich meinen landwirtschaftlichen Organismus regenerieren möchte, auf dieser Ebene der Lebenskräfte, wie kann ich das machen? Ich kann das machen, indem ich einfach, was bringt das Leben, habe ich ganz am Anfang gesagt, die Pflanzen. Das heißt, ich muss so viele Pflanzen wachsen lassen wie möglich. Und das bildet Humus. Ich bilde Humus in meinem Garten, in meiner Landwirtschaft, dadurch, dass ich viele Pflanzen wachsen lasse. Also eigentlich sollte der Boden fast nie unbedeckt sein. Und dann arbeitet man natürlich mit verschiedenen Möglichkeiten, mit einer Vielfalt von Pflanzen, weil jede Pflanze bestimmte Substanzen holt, andere abgibt. Also ich versuche eine Fortfolge nennt, eine Vielfalt von Pflanzen anzubauen. Und ich arbeite auch mit dem Kompost. Ich nehme alle pflanzlichen Abfälle zusammen. Und ich habe, was ich vorher erwähnt habe, um meine Pflanze wirklich zwischen Erde und Himmel gut in Kontakt zu bringen, habe ich zwei spezielle Präparate. Das ist ein bisschen ein Geheimnis, also kein Geheimnis, weil das kann ich beschreiben, von der biodynamischen Landwirtschaft, dass wir spezielle Präparate haben, die wie homöopathische Präparate sind. Um meine Pflanze stärker mit dem Boden zu verbinden, brauche ich ein Präparat, was man Hornmist nennt. Man nimmt Kuhdünger, man tut das in einem Kuhhorn, tut das in die Erde, man lässt das vom Herbst bis zum Frühling
Und da wird das fermentiert und was man daraus nimmt, aus der Erde nimmt, ist eigentlich eine Substanz, eine dunkelbraune Substanz oder schwarze Substanz, die gar nicht mehr nach Mist riecht, die riecht wie Waldhumus und das wird einfach, davon wird 50, 100 oder 100 Gramm in 30, 40 Liter Wasser eine Stunde lang gerührt, rhythmisch, also wieder dieses Rhythmusprinzip, einmal so gedreht, einmal so und das wird auf das Feld gespritzt und dadurch wachsen die Pflanzen Wurzeln eigentlich tiefer und weiter, verbinden sich stärker mit der Erde. Und es gibt ein anderes Präparat, was die Pflanze eigentlich besser mit dem Himmel verbindet, also eben wie diese, mit diesen Qualitäten, die sich in der Blüte ausdrücken, mit diesen feinen Duftqualitäten, Farbenqualitäten, die sich in der Blüte ausdrücken. Und dieses zweite Präparat heißt Hornkiesel. Also da nehmen wir Kiesel, Quarz wird ganz fein zerrieben und dieser Quarz wird auch in einem Kuhhorn in die Erde getan, aber umgekehrt vom Frühling bis Herbst. Also Sie sehen das Prinzip, man nimmt Substanzen aus der Natur, die man zusammenbringt, die sonst von allein nie so zusammenkommen. Man bringt sie in den Naturrhythmus, entweder Sommer oder Winter, und man bringt sie dann auf die Pflanzen ganz fein verdünnt. Und das sind Atmosphären eigentlich, diese Präparate schaffen Atmosphären. Ich arbeite relativ viel mit Winzer, vielleicht wissen Sie, die inzwischen besten Weine der Welt sind zum großen Teil arbeiten mit der biodynamischen Landwirtschaft. Nicht unbedingt, weil das absolute Öko-Freaks sind oder so, nein, überhaupt nicht, weil sie bemerkt haben, damit habe ich bessere Böden, bessere Reben und bessere Weine. Meine Qualität geht noch weiter. Also, die Spitzenweine arbeiten biodynamisch, weil sie einfach bemerkt haben, das geht bis in den Geruch, bis in den Geschmack von dem Wein, was da passiert. Die Tatsache, dass die Pflanze sich tiefer mit der Erde verbindet, das heißt, sie holt noch mehr mineralische Substanzen aus dem Boden, kann man im Wein schmecken oder riechen, und dass die Reben auch durch diesen Kieselpräparat sich viel besser mit dem Licht vom Standort verbinden und dadurch auch mehr den Geschmack auch, wie sagt man das, reicher wird eigentlich, ja? reicher wird. Und das ist wirklich ein Unterschied, den viele Weinkenner beschrieben haben, ohne irgendwelche Ahnung von der biodynamischen Landwirtschaft zu haben. Tatsache, nur durch Geschmack und Geruch degustieren. Also nur um zu sagen, das ist vielleicht Hokuspokus, aber das wirkt gut. Und die Winzer, die einfach die teuersten Weine der Welt haben, die machen nur das, wenn das klappt, kann ich Ihnen versichern. Das ist nicht nur zum Spaß, weil das sind Millionen, Milliarden im Spiel, ne, bei Bordeaux oder so. Also das ist wirklich, weil es klappt, dass sie das machen. Ja, das ist so dieser Aspekt von der Pflanze. Also wie kann man durch die Pflanze, die Pflanze so regenerieren, dass man sie wirklich noch stärker mit dem Boden verbindet, stärker mit dem Himmel verbindet. Das ist wirklich eine Art Regeneration der Pflanze. Und das Dritte, was zu einem landwirtschaftlichen Organismus absolut gehört, sind die Tiere. Also nach Steiner ist es nicht möglich, eine gesunde Landwirtschaft ohne Tiere zu machen. Und das bringt natürlich sehr viele Fragen mit sich, besonders wenn immer mehr Leute vegan sind und so. Obwohl in Indien es gibt viele Kühe und die werden nicht unbedingt gegessen, aber die machen Mist und der Mist wird gebraucht und die werden, die geben Milch und alles Mögliche und man muss ja nicht unbedingt die Tiere essen und das Fleisch der Tiere essen. Also man kann auch Tiere halten, ohne sie zu essen. Aber die Tiere, wenn man dann nochmal kurz darauf blickt, was bringen die Tiere, welche Qualität bringen die Tiere in eine Landwirtschaft? Da müsste man auch qualitativ schauen, wie bei dem Flieder, bei der Blüte. Ja, wenn ich mir eine Landschaft vorstelle, einfach Wiesen, Waldrand, ohne Tiere, ja, können Sie sich vorstellen, ne? Alles grün, so, ja, schön und so. Und plötzlich kommt ein Tier.
Ja, was passiert? Für uns, ja, für den Beobachter. Plötzlich wird unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Tier gelenkt. Und man hat den Eindruck, das Tier verdichtet etwas von der Landschaft, was da lebte, ja, das wird verdichtet, das wird wie ein Akzent gesetzt durch das Tier. Können Sie, ich will nur an konkrete Erfahrungen anknüpfen, die Sie vielleicht gehabt haben. Ne? So, Sie sind irgendwo in einer Landschaft, plötzlich singt ein Vogel. Wow! Man hat irgendwie etwas ein bisschen Unbewusstes wahrgenommen und plötzlich der Vogelgesang bringt das auf den Punkt. Es ist wirklich eine Beseelung der Landschaft. Die Landschaft kriegt eine Seele, die Landschaft kriegt eine Innerlichkeit. Das kann man empfinden eigentlich. Und diese Qualität ist eigentlich unbedingt nötig, um eine gesunde Landwirtschaft zu haben. Ich kann das nicht beweisen. Man kann das fühlen, man kann das erleben, man kann das total sinnvoll merken. Man kann auch merken, wenn es eine Landschaft ohne Tiere gibt, dann kommen viele Tiere als Schädlinge. Das ist klar. Das wissen viele von der Erfahrung aus. Wenn man keine Tiere hat, dann kommen andere Tiere aber als Schädlinge. Also Weinrebenmonokultur, was kommt? Phylloxera, Läuse, die einfach alles kaputt machen. Oder, also man kann viele Beispiele geben. Also eigentlich, Rudolf Steiner beschreibt das so, er sagt, die Pflanze gibt, die gibt lebendige Substanz und das Tier nimmt. Aber das Tier ist nicht schlecht. Er muss nehmen, was die Pflanze gibt. Wenn keine Bienen zu den Blüten kommen, das ist ja eine Katastrophe, dann gibt es keine Früchte. Also das ist ein Naturgesetz. Und es muss, und das Schwierige ist, denn diese Komplementarität zu kriegen, genug Tiere für die Pflanzen, die ich habe, und immer diesen Zusammenhang zu schaffen, immer diesen Ausgleich zu schaffen. Und das heißt konkret, in der biodynamischen Landwirtschaft kauft man keinen Dünger, der ganze Dünger kommt von den Tieren und von den pflanzlichen Abfällen. Man kauft nichts, im Prinzip darf man gar nichts kaufen. Alles kommt vom landwirtschaftlichen Organismus, von dem Hof. Und ich gucke auf die Uhr, ich komme zum Schluss, ich bin ein bisschen zu lang. Natürlich versuchen wir in der Tierhaltung total wesensgemäß zu arbeiten, so gut es geht. Das heißt, die Hörner bleiben dran. Ne? Man darf die Hörner bei den Kühen nicht schneiden. Keine Verstümmelung der Tiere, was es viel gibt heute und so. Aber es gibt noch einen letzten Aspekt, vielleicht, was ich noch kurz erwähnen möchte. Ich habe diese zwei Präparate erwähnt für die Pflanze, Hornmist, Hornkiesel. Aber dann gibt es auch noch etwas, was von Steiner kommt, wo er wirklich Rezepte gegeben hat. Und das sind ein bisschen wie Zukunftsrezepte, könnte man sagen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, bei meinem Flieder, ja, es gibt doch eine Frage, wie bringt man Neues in die Welt eigentlich? Wie bringt man neue Entwicklung in die Welt? Kann man sozial für sich fragen. Zurzeit, glaube ich, ist eine riesige Frage überall. Aber man kann, was soll Neues kommen? Man sieht alle Strukturen, ganz viele alte Strukturen, die nicht mehr funktionieren. Für sich, wenn man in seinem Leben irgendwie merkt, ich brauche was Neues, was macht man für eine Geste? Macht man so eigentlich so eine Art Samen? Man muss sich eigentlich ein bisschen verinnerlichen, Zeit nehmen für sich, ja, so. Auf Französisch sagt man, on fait le point, man macht den Punkt, also man kommt zu sich, ja. Also man muss sich ein bisschen aus der Welt zusammenziehen, um wieder vielleicht plötzlich eine Einsicht haben. Ah, das will ich. Und es kommt wie von außen. Es ist nicht nur ausgedacht. Manchmal kommen so in solchen Momenten neue Einfälle, wie man sagt, ja. Also gute Ideen, die wirklich einem lang tragen, ja. Und Steiner gibt uns etwas Ähnliches für den Boden, für die Natur oder für die Zukunft der Natur. Und das sind diese sogenannten Kompostpräparate, oder so kann man sie verstehen. Für mich sind das gute Ideen für den Boden, wie der Boden wieder gesund wird, weil der Boden ist heute sehr ungesund und sehr mineralisiert. Also die Böden, unsere Böden, das ist eine riesige, einzige Katastrophe heute.
Und was das Leben des Bodens ist, das ist Humusschicht mit dem ganzen Bodenleben. Und diese Präparate sind Heilpflanzenpräparate, die auf ganz besondere Art gemacht werden. Ich gebe nur ein Beispiel. Kamille. Man nimmt Kamille, eine Pflanze, die auf total mineralisierte Böden wächst. Also sie ist schon in der Natur als solche eine Heilpflanze. Sie heilt die Standorte, wo sie wächst. Standorte, die total verdichtet sind, kann sie wirklich neu beleben, die Kamille. Und diese Kamille, da werden die Blüten gesammelt und die werden in einem Kuhdarm hineingesteckt. Also man macht Wurst mit Kamillenblüten, das ist ja komisch. Ne? Aber wir sind ja ein bisschen komisch, das ist ja bekannt. Und aber wenn Sie wenn Sie Darmprobleme haben, was nehmen Sie meistens? Kamillentee. Also das ist das beste Rezept. Also da kann man vielleicht so ein bisschen ein Zeichen haben, das zu verstehen. Ne? Also man nimmt eine Pflanze, die einfach einen Bezug zu einem besonderen Organ hat und man tut das in diesem Organ. Das ist wie eine Verstärkung der Wirkung der Substanz eigentlich dadurch. Und diese Würste, das sind Würste, ja genau wie ein Wurst, diese Kamillenwürste werden dann im Herbst in die Erde getan, in einer guten Erde und im Frühling wieder nach Hause geholt und man benutzt die Blüten, die verwandelten Blüten, also nicht die Hülle. Der Darm wird dann in den Kompost weggetan, aber man benutzt die Blüten. Und die werden in ganz kleinen Mengen, so viel für 5 Kubikmeter von Kompost, in ganz kleinen Mengen, das ist wie homöopathische Heilmittel, in den Kompost gegeben. Und man hat so von 6 verschiedenen Pflanzen solche Präparate. Nicht immer mit tierischen Hüllen. Manchmal ist es Saft, also das ist speziell. Und es ist auch wieder interessant, man nimmt etwas von der Pflanze, wo die Pflanze sich am stärksten zum Himmel erhebt, wo sie eigentlich am feinsten ist, die Blüte, man tut das in einer tierischen Hülle, eigentlich ein Organ, ja, hüllt dieses Umhüllende und man bringt das in die Erde. Also die 3 Naturreiche sind verbunden, Erde, Pflanze, Tier, auf ganz neue Art, ganz besondere Art. Und das bringt eigentlich dem Kompost und dadurch, der Kompost wird dann auf die Erde, auf die Felder gebracht, es gibt eigentlich den Felder, also dem Boden eigentlich die Möglichkeit sozusagen vernünftiger zu werden. Also was kann das heißen? Das ist auch wieder komisch. Aber man sieht, Steiner nimmt wirklich menschliche Begriffe. Der Boden ist einfach gesünder an sich. Es ist wirklich gesünder. Das heißt, Jahr für Jahr gibt es in dem landwirtschaftlichen Organismus eine Art Resilienz. Der Organismus ist wie widerstandsfähiger gegen meteorologische Einflüsse, starke Regen. Also der Boden kann viel mehr Wasser aufnehmen zum Beispiel. Da sind die Vergleiche also unglaublich. Also einfach, es wird jedes Jahr durch diese Präparate der Boden kriegt ein neues Gesundheitsheilmittel sozusagen, wo alle mögliche Krankheiten des Bodens vorgebeugt werden. Also die dynamische Landwirtschaft ist wirklich vorbeugen, den Boden wirklich gesund zu machen, die Pflanze gesund zu machen, so, dass sie dann keine Krankheiten kriegt und so, dass sie keine Schädlinge kriegt. Das kriegt sie vielleicht noch, aber die Idee ist wirklich, Gesundheit zu schaffen mit dieser besonderen Methoden. Ja, ich bleibe dabei, weil ich glaube, da haben wir eine relativ lange Reise gemacht. Aber ich würde sagen, diesen letzten Präparate sind wie irgendwie, oder Steiner sagt, Geistdünger. Man gibt gute Ideen, dem Boden gute Ideen, wie, damit er gesund ist, könnte man noch weiter entwickeln. Ja, so einiges zu den Prinzipien. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde jetzt sozusagen öffnen, falls es Fragen gibt aus dem Publikum. Herrn Florent.
Dann beginne ich mal. Und mir kam, wie würden Sie das denn einschätzen von Ihren Erfahrungen her? Hat es sich in den letzten Jahren verändert, dass es wieder eine größere Offenheit gibt, vielleicht nach den 70er Jahren, wo es die Industrialisierung in der Landwirtschaft und das Effizienzdenken und dass man alle ernähren muss und dass es günstig werden muss, gibt es da einen Umschwung? Also Sie haben das mit den Weinen, okay, aber so mit der, dass vielleicht auch ein Interesse an diesem Wissen besteht oder dass die Bevölkerung vielleicht wieder offener wird oder? Also es ist, ja, das ist interessant für mich zu merken. Eine Zeit lang hat man gedacht, die biodynamische Landwirtschaft muss man muss sie wissenschaftlich beweisen. Es war nicht schlecht, aber das hat nicht viel bewirkt für die Entwicklung. Weil die Leute, die sowieso nicht daran glauben, weil die sagen, das ist ja ganz komische Begriffe, ganz komische Art, die Welt zu schauen. Auch wenn man in Science publiziert, also höchste Peer-Review-Zeitschriften, wird trotzdem gesagt, ja, also, das sind Spinner. Ja, weil die Art, auf die Natur zu gucken, nicht verstanden wird. Aber die andere Seite der Antwort, was ich merke, dass immer mehr Leute einfach durch die konkrete Wahrnehmung, die Nahrung ist zum großen Teil so schlecht heute, dass, ja, schauen Sie einfach, ja, überall, dass die Leute merken, ja, das kann nicht weitergehen, ich möchte da ein bisschen was genießen und ich möchte auch ernährt werden. Mhm. Und dass eigentlich durch die konkrete Erfahrung, Wahrnehmung, ah, das schmeckt doch besser, das ernährt mich besser, das ist vielleicht ein ganz bisschen teurer, aber immer mehr Menschen dazukommen. Und das merke ich, ich war vor einer Woche, da bin ich Mitorganisator von einer großen Biomesse in Colmar, wir haben da, ich glaube, 40.000 Besucher, so in 4 Tagen, also die zweitgrößte in Frankreich. Und da kommen viele junge Ehepaare, besonders wenn sie Kinder haben, und sagen, ja, ich möchte wirklich was Biologisches oder sogar Biodynamisches, weil irgendwie habe ich probiert. Und das ist nicht so sehr über den wissenschaftlichen Beweis und so, aber durch die konkrete Erfahrung, dass sie merken, da ist was für mich, was sinnvoll ist. Und das ist sicher jetzt eine Änderung, dass die Leute wieder mehr auf ihre eigene Erfahrung, mehr Vertrauen haben und nicht so sehr diese Wissenschaftsgott, diese neue Religion, die Wissenschaft als neue Religion. Ich habe nichts gegen die Wissenschaft, ich habe was gegen die die agronomische Wissenschaft, die einfach ganz reduktionistisch ist. Ja, aufgepasst. Ja, überhaupt nichts gegen die Wissenschaft, aber gegen den Reduktionismus, der in der Agronomie und Biologie noch sehr stark ist. Leider. Also in anderen Wissenschaften nicht, aber in der Agronomie ist es riesig. Also ist der noch ganz da. Das, ja. Ja, ganz oben. Ja. Ja, was ich extrem spannend fand, war die Sache mit der Identität von landwirtschaftlichen Produkten. Sie haben jetzt das Beispiel von Karotten gebracht. Also ich habe auch schon Karotten gegessen. Jetzt ist aber die Karotte, ich weiß nicht, wann sie als Kulturprodukt auftaucht, das Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwicklung. Also ich esse jetzt schon etwas, worüber andere Leute Entscheidungen getroffen haben, wie sie aussehen soll, wie sie schmecken soll und so weiter und so fort. Ich möchte aber ein anderes Beispiel bringen. Ich möchte das Beispiel der Milch bringen. Ich komme aus Bayern, ich trinke sehr gerne Milch, Kuhmilch. Und manchmal, wenn ich in Bayern bin, mache ich mir den Spaß und gehe so um 3:30 zum nachbarschaftlichen Bauern und hole mir frische Milch, die gerade gemolken worden ist. Diese Milch schmeckt noch lauwarm und sie schmeckt total anders als alles das, was man bei uns in Supermärkten kaufen kann. Die schmeckt auch ein bisschen komisch nach manchmal und so weiter. Ich kenne Menschen, die zu mir sagen, was, das ist ja total eklig, was du machst. Das kann man doch nicht trinken, das kann man nicht zu sich nehmen. Wir machen was mit der Milch, wir trinken sie auch nicht so, das ist eher ungewöhnlich, sondern wir erhitzen sie, um Keime abzutöten und um sie natürlich auch haltbar zu machen. Und je mehr wir das machen, entfernen wir uns ja umso mehr vom originären Produkt. Ja. Sind wir jetzt sozusagen alle Milch entfremdet? Also ist die Identität der Milch eine, die uns inzwischen schon fremd geworden ist und mit der wir uns gar nicht mehr anfreunden können? Oder ist es natürlich jetzt noch als nächster Schritt kommt dazu, ich wüsste gar nicht, wo ich in Berlin sowas herbekommen könnte und müsste wahrscheinlich ein gutes Stück aus der Stadt rausfahren,
um sowas zu bekommen, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jeden Tag machen würde. Also wo kann ich als Verbraucher die für mich verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen und sagen, das ist noch ein identitäres Produkt der Landwirtschaft und das ist es nicht mehr? Das ist natürlich ein sehr großes Problem, die Verarbeitung, weil, aber das stimmt absolut. Dass es viele Verarbeitungsschritte und immer mehr Verarbeitungsschritte gibt. Aber eine erste Sache, das ist doch interessant, man macht alle diese Verarbeitungsschritte, also homogenisieren, sterilisieren, Ultrahochreizen, was gibt es noch alles, also es gibt immer was Neues, ja, um die Milch wirklich wie eine Ware zu, als eine Ware wie ein Kugelschreiber zu verwandeln, als etwas, was lange haltbar wird. Und da treffen wir schon ein Problem von der Landwirtschaft. Die landwirtschaftlichen Produkte sind natürlich eigentlich nicht haltbar. Wir möchten sie gern haltbar machen. Aber eigentlich, sie verlieren immer mehr Identität, wenn sie immer mehr verwandelt werden und länger haltbar werden. Das ist sicher eine Sache. Es gibt keine feste Grenze, wo man sagt, die Milch hat keine Identität mehr. Die verliert ihre Identität immer mehr, natürlich, mit all diesen Schritten.